Ja, Roberto Schmidt als Co-OK-Chef, wie seid ihr bis jetzt mit dem Jodlerfest zufrieden? Wir sind super zufrieden. Wir hatten einen schönen Auftakt, eine sehr stimmungsvolle Festeröffnung. Und jetzt kommen die Leute von allen Ländern, von allen Kantonen von der Schweiz, überall kommen sie her nach Brieg. Und das ist doch das Wichtige. Wir wollen zeigen, die Vielfalt von der Schweiz, die hier in Brieg erklingen tut. Momentan super zufrieden. Das Wetter mit dem Herrn Röschwein? Das Wetter ist super, ja. Es kommt ein bisschen Wind, das ist gut, es ist frisch, hier und da. Aber ich glaube, es wird so bleiben bis morgen. Und das ist besser, die Wärme, als wenn wir die Tage haben. Was ist das schönste Erlebnis bis jetzt, so also wie es in der Zukunft ja, ich glaube, das schönste Erlebnis sind die verschiedenen Begegnungen mit den Jodlerinnen und Jodlern, die man doch spielt. Wie gerne sind wir dieses Jahr wieder mal in die Zeit gekommen, um wieder einmal ein schönes Jodlerfest zu erleben. Und das, die Begeisterung und für die Brieg und für das Wallis, das ist der beste Stand. Wann geht der Staatsrat Roberto Schmidt heute ins Bett? Ja, das wird lang nach Mitternacht sein, aber eine kurze Nacht und intensive Nacht. Und bis am Ende festen? Ja, müssen wir natürlich, klar, wir halten durch. Merci vielmals. Merci.